Wir fahren jetzt mit dem Berg in der Mitte hoch. Ja, ja, weg, weg. Dort nach oben, weil ich glaube, ich habe gerade einen Wirbelwind dort oben gesehen. An den müssen wir uns auch krallen. Wirbelwind. Na? Hier ist keiner. Und dort? Macht man es uns also nicht so einfach wie in Sandy Bay. Also zwei güldene Steine haben wir ja schon gefunden. Dann schauen wir mal dort rein. Ein Eislabyrinth. Yay. Ach, verdammt. Bam. Kann man die umfahren? Nee, aber was sagst du denn? Frosty, wir starten eine Expedition zu der Stelle, wo das Flugzeug abgestürzt ist. Vielleicht gibt es dort etwas zu bergen. Ja, das habe ich schon geborgen. Ein güldenes Steinchen. Alles meins. Yay. Ah. Hä, fliegt das jetzt los oder was? Flieg los, komm. Dann nicht. Nein, schon wieder zu tief. Wow. Ich krieg einfach nicht die Kurve. Da 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 da. Okay, die Igloos sind komplett massiv. Bei denen kann man nichts machen. Jeder Versuch, diese zu zerstören, scheitert kläglich. So, und jetzt fahren wir oben mal rum. Auch wenn ich hier überhaupt nichts abschätzen kann, weil das so nach Weiß in Weiß aussieht. Beziehungsweise Weiß in Weiß ist. Boah, das wäre krass, würde man die Strecke hier oben drauf machen. Mit den Checkpoints. Aber was mich etwas wundert, wir haben noch kein Bonusspiel gefunden. Suchen wir weiter. Weiter, 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 weiter. Vielleicht finden wir dort drin etwas, was unser Herz ergötzt. Yay. Boah. Vielleicht hier? Ja, super. Erstes Bonusspiel. Und worum geht es? Das werden wir jetzt sofort sehen. Eigentlich ist heute ja Sonntag und eigentlich wollte mein Bruder heute mit uns, also mit mir und meiner Familie, mit meiner Familie und mir, Entschuldigung, der Esel nennt sich immer zuerst, kochen. Nur langsam wird es dafür echt Zeit, weil wir haben jetzt schon 18.23 Uhr und zum Thema Kochen wird es dann langsam etwas spät.
Diese Ladezeiten. Diese Ladezeiten. Halli, hallo. Was ist denn los? Ey, wir sollen Lutscher sammeln oder so. Warum so besorgt? Da braut sich ein Sturm zusammen. Lego Socks. Und zwar ein Fraps-Sturm. Ein richtig großer. Und was ist daran so schlimm? Genau. Lassen wir uns einfach wegwehen. Naja, wir haben über die ganze Insel Wetterballons, die uns helfen, das Wetter zu untersuchen. Aber dieser Sturm ist viel zu stark. Er wird alle unsere Ballons fortwehen und es dauert ewig, bis wir neue bekommen. Ja, Pech, ne? Könnte ich sie nicht einfach alle einholen? Ja, ich fürchte, dafür bleibt nicht genügend Zeit. 6 Minuten. Der Sturm bricht gleich los. Dann hol ich sie für euch. Ich bin der schnellste Fahrer von allen. Ich schaff das schon rechtzeitig. Genau, wir sind zwar wir sind zwar der schnellste, sehen allerdings durch den leichten Schneesturm gerade weniger was. Eins. Sehen weniger etwas und haben überhaupt keine Bodenhaftung. Das hätte man vielleicht noch erwähnen sollen, ne? So. Geschafft. Auf zu den nächsten. Das befindet sich hier auf dem Eise. Ja, komm, hör auf damit. Eins, zwei, nicht ins Wasser. Sonst sind sie weg. Boah, dieser komische Schneesturm, der nervt schon beim Überblick und so. Zip. Dann haben wir jetzt schon mal... Was? Nein, du wirst abgetrieben. Du solltest die Ballons abwerfen. Ja, super! Ja, was ist das denn für eine Scheiße? Jetzt gehen die Ballons ins Wasser oder was? Leute, das ist doch übelste Verarsche, oder? Ja, komm. Wir haben keine Haftung, ich weiß, aber... Boah, halt erst zurück. Was für eine... Wo sind die denn? Ich glaube, das kann ich von neu machen, ne? Du hast so viele Ballons, du wirst abgetrieben. Nee. Abtreibung ist nicht toll. Ja, drück eine Taste, Escape ist es nicht. Auf geht's. Also zu viele Ballons, gleichzeitig dürfen wir also nicht mit uns nehmen. Ja, komm, spack halt ab. Ist doch egal. So, eins, nein, wehe, weg mit dir. Böses Vieh. So, den hätten wir jetzt auch. Es rutscht wie Sau und... Oh, ich hasse diese Welt jetzt schon. Tschö. Hauptsache, wir behalten unsere Ballons. So. Und die bringen wir jetzt besser auch... Na, Fraps, fick dich weg, Mann! Ah, die bringen wir jetzt auch schon mal zur Station. Wohin hätten's gern? Da, 1, 2, 3. Bitte sehr. Bam! Bam! Fresse, Junge! Feuerball, riesig groß, bam! Ballons, du wirst abgetrieben. Wie mich das immer noch so nervt.
So, dann fahren wir hier lang. Aber wie man am Rutschen ist, das ist so schlimm. Sag ich scheiße. Boah! Keine Freunde oder was? Hier, hör mal auf mit deinem jämmerlichen Fahrstil hier. Komm, wir fahren über die Berge. Du hast so viele Ballons übers abgetrieben. Ei, wie mich das immer noch so aufregt, ey. Ich meine, irgendwo macht das ja auch Sinn, aber ich meine, hallo, das sind vier süße kleine Ballons. Durch die fliegt man nicht in die Luft. 1, 2, 3. So. Jetzt brauchen wir noch 2. Die sammeln wir in dem tollen Labyrinth da hinten ein. Hatti! So, in dem mega rutschigen Labyrinth, wo bestimmt keiner auf uns wartet und uns die Ballons wegschnappen will. Ah. Vor allem immer diese ganzen Assis, die hier rumfahren. Ich meine, was anderes sind die nicht. Das sind einfach Assis. Nee, wir krammeln dich, damit du die Ballons nicht einsammeln kannst. Nee. Ach, hey. Unterlasse es. Wag es nicht. Meine Güte. Diese ganzen Fahrzeuge hier. So, geschafft. Gut, Ende. Das reicht auch. Große Klasse. Du hast unsere ganze Arbeit gerettet. War mir ein Vergnügen, ja, als ob bla. So, und jetzt hören wir mal auf mit der ganzen Leistung, Leistung, Leistung. Wir brauchen Haftung. Sonst kacke ich ab. So. Und wir forschen weiter. Wir haben 6:30. Der Ladebalken ist immer noch im Arsch. Und ich merke, wie meine Stimme mega, mega rau wird. Sie wird rau. Hallo, ich will nur erforschen. Ich will nicht irgendwas mega Gebäude laden hier, was weiß ich. Minecraft-Stil. Aber Minecraft braucht auch nicht lang zum Laden. Hier, Dead Space. Wenn man in Dead Space abkackt, da braucht es lang zum Laden. Holla, die Waldfee. Das dauert lang. Machen wir alles ja kaputt. 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 Einer unserer Männer ist irgendwo in der Nähe unseres mobilen Außenpostens verschollen. Ja und? Was soll ich damit? Der hat bestimmt den rettenden Hinweis. Einsames Iglu, wo keine Sau drin hockt. Ja, wunderbar. Cool, ich habe einen großen Klumpen Gold gefunden und ihn in der Nähe unserer Basis versteckt. In der Nähe eurer Basis. Okay, okay, okay. Wo ist die Basis? Wo ist die Basis? Dort hinten ist die Basis. In der Nähe der Basis hat er ihn versteckt. Hier ist hier die Basis. Hier, Kollege, red mal mit mir. Im Innern des Berges gibt es eine Menge merkwürdige Dinge zu sehen. Mhm.